Ich bin Neoblade und wir sind bei ungefähr 50%, was bei meiner Fahrweise ungefähr 250 Kilometern entspricht. Im Winter ungefähr 200, 210 Kilometer. Kommt natürlich aufs Gelände an, aber ungefähr 250 Kilometer sind das für mich. Und ich habe hier jetzt eine Strecke eingegeben, die mehr ist. Also, oder für die Ladeberechnung mehr ist. 200 Kilometer ist für ihn schwierig. Wenn man hier auf Ladestation entfernen geht, also das heißt, wir halten nicht in Hilden an, um das zu machen, dann sagt er uns, bitte unter 100, 110 km/h fahren, um das Ziel zu erreichen. Und wir kommen auch nur mit 3% letztendlich in Paderborn an. In Paderborn habe ich mal gearbeitet und meine Ausbildung gemacht. Also das kann man mit Hypermiling auf 5% oder auf 7% heben. Das ist möglich, wenn man nur mit 80 km/h oder 90 km/h hinter einem LKW hinterherfährt. Also wie gesagt, hier steht ja maximal 110 km/h. Aber dann muss ich da todsicher sein, A, eine Ladesäule zu finden und B, die muss funktionieren und ich muss sofort laden können mit den Anbietern, mit denen ich das kann. Deswegen sieht man hier auch auf der Karte, dass man verschiedene Supercharger zur Auswahl hat, die man einfach anfahren kann. Und es gibt irgendwo einen in der Nähe von Hamm. Ja, da sieht man auch welche. Das ist ein Umweg, wäre das von 20 Kilometern. Aber es gibt auch sehr viele Supercharger. Entschuldigung, nicht Supercharger, sondern schnelle Ladestationen an der A1. Ich glaube, ich habe mal drei rausgesucht für eine Fahrt nach Paderborn. Das würde auch einwandfrei funktionieren. Habe auch letztens eine ENBW-Schnellladesäule an der Autobahn benutzt. Hat sofort einwandfrei funktioniert. Entweder mit ENBW oder mit Maingau, beziehungsweise einfach Stromladen. Also von daher solltet ihr euch keine Sorgen machen, wie das Ganze funktioniert. Also dass das Ganze funktioniert, werdet ihr vielleicht auch schon ausprobiert haben. Und der andere Faktor, auf den ich nochmal hinweisen möchte, also ich kann auch hier gerade mal zeigen, mein Verbrauch mit 158 im Moment in den letzten 50 Kilometern sind im Moment 218, eben mit 250 waren es noch etwas mehr, mit 150 Verbrauch waren es noch etwas mehr. Aber auf diese Anzeige hier, da könnt ihr euch sehr, sehr genau verlassen. Das heißt also, wenn hier unten dann 2 oder 3% stehen, das kann man mit Hypermiling immer etwas erhöhen, gerade im Sommer. Aber diese Anzeige ist extrem verlässlich und ihr seht halt, euer Auto warnt euch eindeutig, ihr kommt hier in den roten Bereich. Das war's von meiner Seite. Bitte abonniert meinen Channel. Ich wünsche euch was und bis ganz bald.